Nee, 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 nee. Also das fangen wir hier gar nicht erst an, dass auf dem Weg hinter hier irgendwelche Pflanzen wachsen. Nee, 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 nee. Abgelehnt wegen ist nicht. Servus zusammen, grüß euch, habe die Ehre. Lafti im Dschungel von Green Hell. Folge 86. Ich bin mal gespannt, ob es in dieser Folge genauso wie in der letzten Folge die ganze Zeit durchregnet. Dann wissen wir, allzu lang wird es nicht mehr dauern, bis wir dann wieder die Trockenzeit bekommen. Schauen wir mal. So, einmal nachlegen. Ich weiß nicht, irgendwie geht's so trotzdem einfacher. Gut, dann, wenn wir gerade schon mal hier stehen, irgendwo konnten wir doch. Jawohl, eine Tür. Was brauchen wir dafür alles? Langer Stock. Ja, lange Stöcke trifft sich gut, braucht man momentan sowieso wie Sand am Meer. Ja, das ist aber kein langer Stock. Das ist ein. Oh! Geht jetzt nur die Sonne auf oder hört es gleich das Regnen aus? Es schaut nämlich nicht so aus, als würde es das Regnen aufhören. Na, schaut mal mal. So, erst einmal hier den Brennofen wieder anschmeißen. Okay, wir haben nichts, womit wir den dann anschmeißen können. Dann holen wir uns das halt einfach mal. So, da la. Die Dinger sind echt überragend stabil. Ich habe jetzt mit denen schon etliche Feuer angezündet. Und die haben fast keine Haltbarkeitsverlust. So, du darfst einmal hier. Das Krümelchen hier nehmen wir mit. Und auch das Eisen dahin. Schauen wir mal ganz kurz hier hoch. Oh, das ist aber neu. Das ist neu. Dass da eine Wasserfüllung drin ist, das finde ich gut. Das habe ich nämlich schon nicht nur einmal kritisiert gehabt. Und wir holen uns auf jeden Fall einmal ein bisschen Lehm. Und wenn wir da schon mal hintergehen, können wir gucken, ob wir vielleicht auch. Nee, 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 nee. Also das fangen wir hier gar nicht erst an, dass auf dem Weg hinter hier irgendwelche Pflanzen wachsen. Nee, 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 nee. Abgelehnt wegen ist nicht. Dann nehmen wir alles mit, was geht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob hier nicht irgendwo ein Spinnchen wieder am Rumflitzen ist. Ja, wunderbar. Also das trifft sich ja perfekt. So, da, da. Die Palmen sammeln wir direkt mal ein, dass wir wieder ein bisschen was an trockene Blätter dann auf die Tasche kriegen. Sehr schön. Wie schaut's hier aus? Oh, das ist ja regelrecht perfekt. Das Abendessen ist gesichert.
Na? Das brauchen wir nicht. Ich wüsste immer noch nicht, was man damit überhaupt herstellen soll. Und wir nehmen uns einmal den Lehm und flitzen vor. Ja, wir haben eh so viel noch zu tun. Das ist, oh, das ist wiederum genau das Schlimme. Wir haben so viel zu tun, wir wissen gar nicht, wo wir eigentlich anfangen sollen. Das ist so das Problem. So. Dann einmal hier rein. Dann haben wir nämlich auch schon mal ein bisschen Lagerfeuerasche beiseite. Eine lassen wir drin. Jawohl. Ja, ich glaube, das regnet durch. Und dann wird es wiederum interessant. Sobald es nämlich dann aufhört und die Trockenzeit anfängt, kommen wir mit dem Wasser, was wir jetzt so haben, im Endeffekt zum Schuss. Das wäre auf jeden Fall das Interessante. Reicht's aus oder reicht's nicht aus? Wobei ich fast denke, es müsste ausreichen. Also dadurch, dass wir hier ja noch im Singleplayer sind, müsste es ausreichen. Wir haben so en masse Wasser. Also da können wir auch, wenn wir Palisaden außen rumziehen und uns sozusagen, ja, belagern lassen würden, wir würden normalerweise über die Runden kommen. So. Ey. Okay. Das ist nicht gut. Ist das der Speer? Ja, das ist der Speer, der... Okay. Nee, ist nicht der Speer. Hm. Komische Kollision hatten wir sonst aber nicht so. Wie? Wir sind durstig. Was ist da los? Naja, dann einmal trinken hier. Okay, dann packen wir einmal unser Sushi hier hinten hin. Okay, das schaut gar nicht mal so gut aus. Hauen wir uns mal ein Süppchen rein. Dann haben wir nämlich auch in dem Moment Fett und Proteine. Na, komm, werd fertig. Und gleich nochmal. Und dann legen wir im Lagerfeuer auch schon mal nach. Was mich halt wirklich absolut nach wie vor noch so richtig triggert und so richtig stört, ist das hier. Wir haben immerhin ein Dach hier drüber. Es regnet hier rein. Das stört mich richtig. Auch hier. Die Lagerkiste. Wir haben ein richtiges Dach hier drüber. Es regnet rein. Das stört mich schon richtig. Ja, taugt mir so gar nicht.
Na, jetzt hat er aber. Ey, wo seid ihr? So. Wo können wir jetzt noch... Ja gut, dann fällen wir hier hinten die Bäume. Okay, hier sind ja gar nicht mal mehr so viele. Okay. I, pfui. Sandbüchsenbäumchen. Okay, wir haben noch Tabakverbände. Aua. Komm, fall jetzt um. So. Wo hat er uns erwischt? Oh, da hat er uns erwischt. Die Vergiftung mit 2 Stacks könnte uns tatsächlich ganz schön Probleme bereiten, wenn es so wäre. Dass wir keinen Tabakverband haben. Mei, ist das anstrengend. Lauf! Wie schaut's hier aus? Oh, okay, müssen wir gleich wieder nachlegen. Dann haben wir den Metallschrott auf jeden Fall. Soweit schon mal. Ah, ich brauche Kohle. Ja, egal. Schnell, bevor es ausgeht. Gut. Das war jetzt richtig knapp. Und wir... Wo kommst du, Stöckchen, denn her? Ah, hier haben wir es ja auch noch. Heieieiei. Also der Tag ist definitiv schon, wenn man so viel zu tun hat, viel zu kurz. Da hinten ist noch... Jawohl. Moment. Jetzt hat er... Nee, das geht nicht. Okay, das wäre jetzt cool gewesen, wenn wir die hätten komplett stacken können und dann da reinpacken. Aber irgendwie ging das, glaube ich. Nee. Ging nicht. Aber irgendwas von dem Stacken... Nee. Gut, so geht's halt trotzdem wesentlich schon mal schneller. Oh, das stört mich ohne Witz, das stört mich richtig hier. Dass wir da ein Dach drüber haben und es halt trotzdem einfach reinregnet. Genau. Einmal Kohle nachlegen. Bleib mal entspannt. So. Die müssen wir hier sowieso auf kurz oder lang wegmachen, weil die sind uns im Weg. Und vor allem halt dahingehend, dass außenrum hier dann ein Palisadenwall entsteht. Somit sind die im Weg. Oder jedenfalls die eine. Die andere da vorne können wir erstmal noch stehen lassen. Muss ich gucken, wie weit ich dann mit dem runtergehe. Aber... Der eine war auf jeden Fall im Weg.
Okay, und das ist auch im Weg. Ich glaube, ich habe gar nicht genug Platz, um die ganzen Blätter reinzupacken. So, was kriegen wir daraus? Okay, ein Feuerbrett, Fasern. Ja, alles gut. Ja, jetzt sind wir voll. Dann ist das nun mal so. Dann lassen wir die restlichen jetzt erstmal liegen. Okay, hier haben wir es aber recht gut mit den Bäumen. Komm, hauen wir mal hier ein bisschen was um. So, zweimal langer, nochmal zweimal. Da ist er. Komm, da. Und dann gucken wir uns mal die Tür an. Das war auch sowas, wo mich immer so ein bisschen gestört hat, dass wir im Spiel niemals eine Tür großmächtig hatten. So, was brauchen wir? Hallo? Okay, wir brauchen Stöcke. Haben wir jetzt keine mehr? Doch. Ja, okay. Wie kann es denn anders da sein? Standard, absoluter Standard. Uns sind die Lianen ausgegangen. So. Zum Glück wachsen die Dinger auf Bäumen. Und wir können sie uns dann in dem Moment einfach holen. So. Die sollten reichen. Was halt auch noch so wirklich unbedingt rein müsste, wäre so eine Art, ja, ich sag jetzt mal Licht. Das würde auch noch fehlen. Okay, ein Holzscheit. Dass man irgendwie so eine Art Fackel oder irgendwie sowas bauen könnte. Das würde tatsächlich auch richtig noch fehlen. So, ein Holzscheit. Ernsthaft sind wir jetzt auch noch überladen. Oh ja. Gut. Komm, lauf, Forest, lauf. Und ja, es regnet definitiv durch. Gut. Wir haben genug Wasserbehälter. Also gerade hier hinten die zwei Duschen. Würde mich schon mal interessieren, ob die zwei Duschen ausreichen. Und vor allem die Wasserfilter, die vielen, was wir jetzt haben. So. Okay. Ja. Hammer eine Tür. Sehr gut. Optimal. Wie schaut's denn hier aus? Da hauen wir einmal das Feuerbrett rein. Der Pilz ist, glaube ich, nimmer gut. Moment, könnten wir Bananen kochen? Schaut nicht so aus. Bananensuppe geht auch nicht. Ah, Randale. Hätte ja sein können. Man muss es ja mal ausprobieren. Gut, hier müssen wir dann auch noch mal eine reinpacken. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Was ist denn da los? Oi, 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 oi.
Nein, nicht zerstören. Ja, ich weiß nicht. Also, das hätte man besser lösen können, finde ich. Nein. Ja, genau deswegen. Ist nicht gut gelöst. Nee. Finde ich nicht gut. Aber okay. So, Achtung, Achtung. Vorsicht. Gut, wir haben uns nicht verletzt. Sehr gut. Na komm. Aber immer noch seine absolut glatt rasierten Beine. Gut, hier hat's mal jetzt wieder. Genau. Gerade so, dass es reinpasst. Ey. Das passiert mir jetzt aber komischerweise auch mittlerweile häufiger, dass ich Sachen irgendwie da verliere, die ich irgendwo nur hinziehen möchte. Ja, mit dem Eisenerz können wir, denke ich, eine Menge anfangen. So, was machen wir nun? Okay, wir wollten noch im ersten Stock. Hier müssen wir eigentlich auch noch eine Tür reinmachen, ne? Lassen sich jetzt eigentlich auch so Fenster irgendwie reinsetzen? Okay, dass man jetzt Holz verwenden kann, ist auch richtig gut. Macht das meiste einiges einfacher. Was haben wir hier? Ewige Flamme. Das sind auch einige sehr, sehr neue Sachen dabei. Ja, Palisaden. Beobachtungsplattform, das wird auf jeden Fall noch gebraucht werden. Bauen wir auch noch auf jeden Fall ein Holzschlitten. Warum erinnert mich das extrem nah Richtung The Forest? Aber so richtig. Okay. Ein Aufzug. Ein Regal. Ein Regal. Was können wir in das Regal reinstellen? Okay. Ich habe keine Ahnung, was wir in dieses Regal reinstellen können. Deswegen machen wir da jetzt einfach mal eins hin. Und ein Hängeregal. Machen wir... Können wir das... Ja, das schaut doch gut aus. Okay. Ich bin neugierig. Was? Nee, komm. Ich bin jetzt zu neugierig. Wir haben noch ein paar Minuten. Dann fällen wir hier einfach mal ein Bäumchen und gehen da jetzt mal gucken. Ich will wissen, was man damit machen kann. So. Das könnte nämlich echt interessant sein. Auch der Schlitten könnte richtig interessant sein. Knapp daneben. Wow. Gut. Na, jetzt hat.
Okay, wir brauchen noch mal lange Stöcke. Nein, es wird dunkel. Ach, jetzt komm. Ja, der kriegt es noch fertig. Das wäre dann sozusagen in der zweiten Staffel gegebenenfalls eine Option und wahrscheinlich sogar sehr interessant, wenn wir dann sogar mit den Eingeborenen zusammenspielen, also dass wir die dann haben. Das könnte interessant werden. Stellt sich halt auch die Frage, wie weit die Palisaden so verteidigungstechnisch dann funktionieren. Aber ich bin jetzt echt neugierig. So, wie schaut's aus? Ja, komm. Wo sind die langen Stöcke? Wo sind sie? Wo sind sie? So, da haben wir auf jeden Fall einen. Ah, müsste in die Richtung gefallen sein. Normaler Stock. Sag mal. Also, man verläuft sich ja, man erinnert sich an die letzten paar Folgen, ja unglaublich leicht. Braucht man nicht drüber reden. Aber das jetzt ist schon... Puh. Ja, nehmen wir mal zwei. Okay, so. Okay, wird uns nicht reichen, ne? Och, komm jetzt. Ja, dann halt nochmal. So, das lassen wir jetzt ausgehen. Dann nehmen wir jetzt vier Stück. Vier Stück müssten jetzt aber echt ausreichen. Also, weiß ja nicht. Aber genau das Thema, was ich vorhin meinte mit hier drin noch irgendwie Lampen. Oder irgendwie eine Fackel oder so. Haben wir da draußen nicht irgendwo ein Feuerbrett liegen? Jawohl. Gut. Das wird jetzt langsam schon fast eine Nachtschicht. Ernsthaft? Really? Also so ein Regal zu bauen, ist eine Tagesaufgabe. Okay, und wie kann es natürlich sein? Uns gehen die Lianen aus. So. Was kann man da reinstellen? Wie kann man das reinstellen? Ordnet sich das? Ich bin neugierig. Jo, und danach müssen wir ganz zeitnah ins Bett. Okay, das kann man auf jeden Fall nicht dorthin packen. Aber das hier kann man hinpacken. Wie erweitern? Nehmen. Okay. Kann man Werkzeug dahin? Nee, Werkzeug geht nicht. Okay. Kann man das? Okay, das kann man hinpacken. Das kann man sogar stapeln. Ja, wie geil ist das denn? Blattverbände auch. Ja gut, ich weiß ja nicht, wie das dann mit der Sterilität von den Sachen ist, aber okay. Da
wollen wir jetzt mal nicht zu päpstlich als der Papst sein. Steril wären sie auf jeden Fall nicht. In DayZ würdest du einen Wundbrand wahrscheinlich in dem Moment kriegen. Aber okay. Ist auf jeden Fall interessant, schaut gut aus. In der nächsten Folge bauen wir diese hier dazu auch noch. Aber kann sich sehen lassen. Finde ich gut. Eine richtig geile Erneuerung. Und bevor wir jetzt hier raus irgendwie eine 24-Stunden-Folge machen und hier einen ganzen Tag durchspielen, machen wir hier einmal einen Cut. Ihr kennt das Spielchen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn noch nicht passiert, auch gerne ein Abo. Wir sehen uns zur nächsten Folge oder zu einer anderen Folge bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, Servus!